sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen. Ich möchte mich vorab bedanken bei Ihnen für das große Interesse. Man spürt, das Thema ist natürlich materiell, ist wichtig. Ich möchte mich ganz speziell auch bedanken bei Matthias Stürmer, der mich vor vielen Monaten angefragt hat, hier zu diesem Thema einleitend zu sprechen und eine Sicht darzustellen als Unternehmer, aber auch aus der politischen Sicht. Und ich denke, das sind die zwei Elemente, die ich heute vor allem ansprechen möchte. Ich möchte vorab klarstellen, ich habe keine Interessensbindungen, ich habe auch nicht Aufträge direkt von der öffentlichen Hand. Das heißt auch, dass ich frei bin heute mit dem, was ich sage, und ich hoffe, dass ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. Ich hoffe, dass dann Sie trotzdem auch nach meinem Referat noch mit mir sprechen werden, weil ich denke, ich werde hier wirklich auch die positiven Punkte, aber auch die ansprechen, die aus meiner Sicht verbessert werden müssen. Nun, Matthias Stürmer hat es gesagt, ich habe über 20 Jahre Erfahrung als IT-Unternehmer, bin heute immer noch von der Green-Gruppe Verwaltungsratspräsident, seit letztem Oktober im Nationalrat und dort als Präsident der Finanzsubkommission 1 verantwortlich, auch zusammen mit der Finanzdelegation haben wir die Oberaufsicht über IT-Projekte und IT-Schlüsselprojekte. Das heißt auch, dass wenn etwas nicht rund läuft, kommt es irgendwann auch zu uns. Und wir prüfen auch jedes Jahr mehrere Projekte. Alle können wir nicht. Die Liste der Projekte ist sehr, sehr lang. Aber wir nehmen jedes Jahr einzelne Projekte heraus, die wir dann näher anschauen, prüfen und auditieren. Nun, lassen Sie mich zuerst starten mit einem kleinen Blick auf die Bedeutung der ICT, der Informationstechnologie und Kommunikationstechnologie generell in der Schweiz. Sie sehen hier eine Statistik und Sie sehen auch, dass die ICT-Wirtschaft zu den 10 größten Schweizer Branchen zählt, gemessen an deren Wertschöpfung. Ungefähr sind das 27 Milliarden Umsatz und Sie sehen das hier, dass wir also sehr wohl fast gleich groß sind wie die gesamte schweizerische Versicherungsbranche oder sogar leicht größer sind als die Pharmabranche. Also ein ganz bedeutender Wirtschaftszweig, und ich sage das bewusst auch einleitend, weil man wird dann sehen, das Verhältnis der Aufträge der öffentlichen Hand mit der normalen übrigen Wirtschaft ist enorm groß. Die ganze Branche beschäftigt rund 200.000 Fachkräfte und die öffentliche Hand ist mit Abstand der größte IT-Beschaffer der Schweiz. Wenn ich von der öffentlichen Hand spreche, heißt das also nicht nur die Eidgenossenschaft, der Bund, sondern das schließt explizit auch die Zahlen ein der Kantone und der Gemeinden. Schätzungen zufolge gibt, und Sie haben das gesehen, die Zahlen werden mittlerweile recht gut auch ermittelt und aufbereitet. Schätzungsweise werden zwischen 2 und 2,5 Milliarden Franken pro Jahr ausgegeben für IT in der durch die öffentliche Hand. Allein der Bund beschafft IT im Wert von rund einer Milliarde pro Jahr, das kann variieren, haben wir auch gesehen, und die öffentliche Hand ist dadurch auch eine sehr wichtige Antriebsfeder für die gesamte Branche, kann mit beeinflussen, ob Innovationen entstehen oder eben nicht. Sie kann das verzögern, sie kann es aber auch fördern. Die öffentliche Hand ist damit auch ein gewichtiger Arbeitgeber für die ICT-Branche, nicht nur direkt, sondern auch durch die Personalanstellungsverträge, mit denen sie maßgeblich das Profil der Fachkräfte steuert. Während die IT sehr dynamisch ist und einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen ist, ist die Beschaffung sehr statisch. Unser Beschaffungswesen stammt aus dem letzten Jahrhundert, wenn man von den Ablauf und den Grundzügen her sich das anschaut, und wurde eigentlich auf den Bereich des Bundesamtes für Bauten und Logistik, BBL, zugeschnitten.
Etwas provokativ könnte man sagen, wir beschaffen IT wie Ziegelsteine. Oder ich vergleiche es ein wenig mit dem Besuch in einem Restaurant. In der öffentlichen Hand geht man nicht einfach ins Restaurant, wie wir das normalerweise tun. Man bestellt die Menükarte, man schaut sich, was es für eine Auswahl gibt und bestellt sich dann das Menü, isst und ist dann am Schluss hoffentlich zufrieden oder nicht und geht wieder nach Hause. Nein, verglichen mit dem Restaurant läuft die IT-Beschaffung beim Bund anders ab. Die öffentliche Hand stellt zuerst viele Starköche an. Und diese Starköche legen dann detailliert das Menü, die Zutaten, die Zubereitung und jedes Detail des Essens fest. Die öffentliche Hand schreibt also quasi das Betty Bossi-Kochbuch, statt einfach das Menü zu bestellen. Am Schluss wird dann dieses Kochbuch an 20 Restaurants versendet. Man legt es noch öffentlich auf und es gibt absolut keinen Spielraum für die Köche der Restaurants, eigene Kreationen oder innovative Lösungen einzubringen oder zuzubereiten. Und wenn man dann am Schluss drei Restaurants den Auftrag erteilt hat in Form von Rahmenverträgen, so ist es immer noch nicht klar für das einzelne Restaurant, ob es jetzt kochen kann oder nicht. Das einzelne Restaurant, das seinerseits aber auch Starköche bereithalten muss, weiß also nicht, ob und wann diese abgerufen werden. Die Ressourcen müssen aber trotzdem jederzeit bereitstehen. Und damit werden sehr viele wertvolle Ressourcen gebunden. Für die Anbieter ist dies sehr ineffizient und eine Kalkulation eines Auftrages wird damit enorm schwierig. Nun, ich weiß, dieser Restaurantvergleich ist ein wenig einfach, aber es zeigt ein wenig auf im Prinzip, wie sehr viel Ausschreibungen laufen und ablaufen und was es auch für die Anbieter, auf die ich noch zu sprechen komme, was es für die bedeutet. Wir haben uns in der IT daran gewöhnt, wie im Bau Schritt für Schritt das Projekt zu beschreiben, in einem eng gefassten Katalog. Damit werden eben große Mengen an IT-Spezialisten benötigt, sowohl bei der öffentlichen Hand, beim Bund, aber auch bei den Anbietern, die eben dann den Weg zur Lösung im Detail vorgeben. Neue Lösungen, Varianten, Optionen, mögliche Innovationen werden dadurch ausgebremst. Ich möchte in meinen Ausführungen nun die verschiedenen Sichtweisen kurz beleuchten, der Öffentlichkeit, der Politik, der Anbieter, aber auch der Nachfrager. Dabei werde ich auf ein paar kritische Punkte in der Beschaffungspolitik und auch der Projektführung eingehen und eben Ihnen am Schluss meine persönlichen Handlungsempfehlungen abgeben. Und ich starte mit dem ersten Punkt, mit der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und geschätzte Gäste, es ist eben leider so, man hört fast nur über die negativen Projekte. Und um das hier vorwegzunehmen, als eine der ersten Handlungen habe ich mir mal eine Liste geben lassen von allen IT-Projekten, die beim Bund am Laufen sind. Und ich muss Ihnen sagen, diese Liste, die ist enorm lang. Und wenn man die negativen Meldungen hört in den Medien, hat man das Gefühl, dass alles schlecht läuft. Und um das hier vorwegzunehmen, es läuft sehr vieles auch gut. Es gibt sehr viele Projekte, in denen Zeit, Kosten und auch der Auftrag erfüllt werden und von denen hören und lesen sie aber nie. Das ist leider so. Und trotzdem muss man den Finger auf die wunden Punkte legen, denn dort, wo es schlecht läuft, dort wird es sehr teuer und dort kann man wirklich vom Debakel sprechen und dort wird es auch für den Steuerzahler enorm groß, was die Beträge angeht, um die es hier geht, wo dann leider hohe Kostenüberschreitungen oft der Fall sind. Ich habe hier ein paar Stichworte auf dieser Folie. Sie sehen das. Es gibt immer wieder Projekte, die eben aus dem Ruder laufen. Jetzt in der Sommerpause ist plötzlich bei der SBB ein Projekt medial aufgegriffen worden, das offensichtlich nicht rund läuft. Es werden Meldungen breitgeschlagen über Korruption, über Misswirtschaft. Die Rede ist von der sehr hohen Anzahl an freihändigen Vergaben, die zumindest
zumindest in der Öffentlichkeit ein Unbehagen schüren. Ich sage nicht, dass es nicht berechtigte Gründe gibt für freihändige Vergaben. Aber wenn die öffentliche Hand 60% der Aufträge öffentlich freihändig vergibt, dann denke ich, ist hier mindestens das zu hinterfragen. Von den Erfolgen hört man sehr wenig. Der Mehrwert der IT in Form von Erleichterungen, zusätzlichen Dienstleistungen oder vor allem auch Ausgabeneinsparungen sind für den Bürger schwer nachvollziehbar und manchmal auch tatsächlich nicht vorhanden. Also wenn ich das mit der Privatwirtschaft vergleiche, dann kann ich sagen, dass die allermeisten IT-Projekte, wenn sie ausgelöst werden, immer auch gekoppelt sind mit klaren Vorgaben in bezüglich Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, Personaleinsparungen. Sonst werden große IT-Projekte oft nicht umgesetzt, wenn nicht ein Ziel dahinter steht. Und das muss ich sagen, das vermisse ich oft auch bei der öffentlichen Hand, dass hier diesbezüglich nicht auch ganz klare, messbare Zielvorgaben gesetzt werden, dass man sagen kann, wenn wir diese Investition tätigen, wenn wir dieses IT-Projekt umsetzen, resultiert das in diesen und diesen Einsparungen, Effizienzsteigerungen und auch Personalreduktionen. Nun ist dieser Umstand natürlich nicht nur dem Beschaffungswesen geschuldet. Lassen Sie mich aufzeigen, wie die verschiedenen Akteure dazu beitragen. Und ich starte mit der Politik. Die Politik ist in der Pflicht, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in der Verwaltung einzubringen. Und das gilt explizit auch für die IT. Wir kommen nicht umhin, Projekte zu hinterfragen und kritisch über den Sinn und die gewählte Umsetzung zu diskutieren. So wie beispielsweise kürzlich geschehen auch beim großen Projekt GEFER oder beim Projekt APS 2020, Arbeitsplatzsysteme, die jetzt alle bis in 2019 ersetzt werden. Leider, und das ist meine persönliche Erfahrung in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt im Parlament bin, leider wird die ICT in der Politik stiefmütterlich behandelt. Sie genießt wenig Aufmerksamkeit. Wenn IT-Projekte im Parlament diskutiert werden, ist der Saal halb leer. Für die Abstimmung kommen dann alle wieder rein. Aber es sind ein paar wenige Opinion-Leader, die diese Projekte betreuen, anschauen und dann meistens auch Empfehlungen abgeben. Nur wenige Politiker verfügen über einen IT-Background und im Gegensatz zu anderen Branchen und Gruppen, wie beispielsweise den Bauern, die eine Lobby von über 40 National- und Ständeräten haben, ist das Thema ICT, das sind rund 15 Parlamentarier, die man sagen kann, die sich aktiv um diese Themen kümmern. Umso mehr tragen diese Leute auch eine große Verantwortung, weil dann oft eben auf sie gehört wird und die Empfehlungen durch diese Parlamentarier erfolgen. Aber das große, breite Lobbying hat diese Branche nicht. Und das ist insbesondere bedauernswert, wenn man sieht, für den Wirtschaftszweig, wie bedeutend diese Branche für die Schweizer Wirtschaft ist. Zudem müssen wir mit unseren Kontrollorganen Projekte beaufsichtigen. Das Controlling kann hier allerdings leider nur an der Oberfläche erfolgen, sprich auf ausgewählten Projekten und anhand von Präsentationen der IT-Verantwortlichen der Verwaltung. Missstände sind oft schwer nachzuvollziehen. Es ist natürlich auch nicht so, dass wenn etwas schief läuft in einem Projekt, dass der große Drang da ist, das direkt ans Parlament und an die Aufsichtsorgane zu melden. Das heißt, oft treten Probleme von Außenstehenden an uns, werden an uns herangetragen, oft auch durch die Medien. Und das ist bedauerlich, weil hier natürlich oft auch eine gewisse Angst seitens der Verwaltung besteht, dass wenn etwas schief läuft, dass dann natürlich auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Ein weiteres Problemfeld ist sicherlich die unterschiedliche Zeitachse, auf der wir uns bewegen. Politische Prozesse dauern, das kennen Sie, relativ lang. Die öffentliche Beschaffung ist schwerfällig. Die ICT ist jedoch einem sehr schnellen Wandel unterworfen. Die Lösungen, über die wir heute im Parlament beraten, wurden gestern entwickelt und sind morgen schon wieder überholt.
ob wir das irgendwann ändern können. Ich wage es zu bezweifeln, die Branche, die lebt so schnell. Es hat ja dann auch Vorteile, dass nicht immer alles, was die Branche bringt, im IT- und im Internetbereich reguliert ist. Der Regulator, der kommt ja immer erst Jahre später. Also ich in den letzten 20 Jahren habe sehr vieles neu eingeführt. Da gab es noch keine Gesetze, die kamen dann erst Jahre später. Das ist manchmal auch ein Vorteil. Nun, wie sieht es für die Anbieter aus? Ich habe das einleitend kurz erwähnt. Die Anbieter leiden darunter, dass in der Schweiz keine aktive ICT-Politik betrieben wird. Überdies wird unser starres und veraltetes Beschaffungsrecht und unsere Beschaffungspraxis der Branche oft nicht gerecht. Und ich möchte hier auf einige Problemfelder besonders eingehen. Zum einen jene der Personalstellungen sowie die Vergabeverfahren. Das Motto sollte lauten: Werke statt Arbeit auf Abruf. Der Bund braucht eine klare Beschaffungsstrategie, die den Trend zum Personalverleih zugunsten einer Beistrategie umkehrt. In der Bundesverwaltung hat in den letzten Jahren der Trend Überhang genommen, bei ICT-Vorhaben Arbeit auf Abruf zu bestellen anstatt fertiger Produkte. Werkverträge für die Realisierung von ICT-Vorhaben werden nur wenige ausgeschrieben. Dieses Beschaffungsmodell wird zunehmend auch von den Kantonen und den bundesnahen Unternehmen kopiert und übernommen. Damit werden vor allem Profile von sehr gut qualifizierten Fachkräften auf Vorrat eingekauft. Und selbstverständlich, auch bei der Verwaltung braucht es hochqualifizierte Leute, die das Ganze aufbereiten. Ihr Einsatz, der Zulieferer, ist nicht terminiert und ist für die Anbieter sehr schwierig zu planen. Ich spreche mit sehr vielen Zulieferern der öffentlichen Hand, insbesondere im Dienstleistungsbereich, und es sagen mir fast alle das Gleiche, dass es unglaublich schwierig ist. Dann erhält man Rahmenverträge, zuerst freut man sich und dann wird dann trotzdem lange gar nichts oder nur wenig abgerufen, diese Dienstleistungen, und für die Planbarkeit des Unternehmens ist das sehr schwierig. Und insbesondere hapert es damit auch mit der Nachwuchsförderung, die für die Zukunft des ICT-Werkplatzes von großer Bedeutung ist. Dieses ganze Modell hat einen weiteren gewichtigen Nachteil. Der Beschaffer trägt das volle Realisierungsrisiko. Die gesamte Projektführung, die Wahl und das Management der geeigneten Fachleute sowie die Lösungsarchitektur sind so vollständig in der Verantwortung des Auftraggebers, sprich der öffentlichen Hand. Da sie nicht wie bei einem Werkvertrag auf ein Unternehmen übertragen werden. Der Auftraggeber ist ebenfalls für die methodischen Grundlagen des Projekts verantwortlich. Und wie Untersuchungen und Berichte zu komplexen Anwendungsprojekten in der jüngeren Vergangenheit deutlich gemacht haben, sind die entsprechenden Projektführungskompetenzen beim Bund zwar massiv verbessert worden, aber noch nicht ausreichend aufgebaut. Die Anbieter ihrerseits kämpfen aufgrund dieser Praxis mit unspezifischen Rahmenverträgen über lange Zeiträume und ohne fixe Abnahmegarantien. Eine seriöse Kalkulation und ein nachhaltiges Wirtschaften wird für diese ICT-Unternehmungen damit zumindest schwierig. Und der letzte Punkt im Zusammenhang mit den Anbietern sind die Vergabeverfahren. Und ich glaube hier, ich habe im Vorfeld zur Vorbereitung dieser Präsentation auch mit sehr vielen Unternehmen gesprochen in Bezug auf diesen Punkt. Und die Vergabeverfahren höre ich immer wieder: Warum wird nicht mehr mit dem Dialogverfahren gearbeitet? Ich weiß, das heißt für die öffentlichen Beschaffer ein höheres Risiko. Es bedeutet, dass eben nicht alles im Detail vorgegeben ist. Und es kann vielleicht beim Dialogverfahren auch mal ein Anbieter zum Zug kommen, der eben nicht eine fix vorgegebene Lösung umsetzt, sondern der vielleicht etwas Neues, etwas Innovatives, etwas bringt, das es noch nicht gegeben hat. Jawohl, es ist ein höheres Risiko für die Beschaffung. Jawohl, das setzt ein gewisses Rückgrat voraus, der Beschaffer. Aber ich denke, hier hat die öffentliche Hand nicht nur
die Aufgabe, das zu fördern, weil es hängt mit Innovationen zusammen. Wenn man die Bedeutung sich anschaut, könnte dort die öffentliche Hand auch aktiv dazu beitragen, dass hier im Dialogverfahren mehr Innovation geschaffen wird in der Schweiz. Die Anbieter kämpfen ihrerseits aufgrund dieser Praxis, dass sie eben Unsicherheiten haben und sie stellen einfach die Spezialisten bereit und setzen genau das um, so wie es vorgegeben wurde. Also hier, glaube ich, herrscht großer Handlungsbedarf. Nun, wie sieht es aus Sicht der öffentlichen Hand? Die Beschaffer sind gefordert, die Weiterentwicklungen in der ICT zu verfolgen und sich den technisch möglichst fortschrittlichsten Lösungen hinzuwenden und diese auch zu implementieren. Prognosen und Trends vorauszusehen und dabei auch künftige sogenannte Vendor-Lock-ins, also dass man, wenn man Beschaffungen macht, dass man sich nachher in extreme Abhängigkeiten eines einzelnen Zulieferers begibt, dass man das möglichst versucht zu verhindern, das geht nicht immer, aber das wäre ein Ziel aus Sicht der öffentlichen Hand, das sind sehr anspruchsvolle Aufgaben. Manchmal sind Alternativen im Dickicht des IT-Dschungels nicht einfach zu eruieren. Hinzu kommt, dass auch bei aktuellen Beschaffungen schon lange währende Herstellerabhängigkeiten bestehen. Sie zu durchbrechen und auf Alternativen zu setzen, erfordert Entschlossenheit, ist zeitaufwendig und ist auch hier vielleicht der risikovollere Weg. Aber leider ist es halt so, dass halt die Risikobereitschaft auch in der öffentlichen Hand oft limitiert ist. Es geht deshalb darum, auch mehr Transparenz bei der Vergabe herzustellen. Eine vorausschauende Planung und der Einbezug dieses Dialogverfahrens für neue Innovationen würde hier helfen. Denn die Freihänder, die nicht immer das Problem sind, teilweise auch sinnvoll sind, sind trotzdem weiter zu reduzieren. Es kann nicht sein, dass knapp zwei Drittel dieser Aufträge freihändig vergeben werden und es wirft insbesondere auch ein schlechtes Licht auf die öffentliche Beschaffung. Der Ruf des Freihänders ist schlecht, aber ich sage es nochmal hier, es heißt nicht, dass es jedes Mal schlecht ist, etwas freihändig zu vergeben. Aber an die Leute hier der öffentlichen Hand der Beschaffung, bitte schauen Sie, diese Zahl 60%, die bin ich klar entschieden der Meinung, die ist zu hoch und die muss reduziert werden. Wenn ich die Beschaffung der öffentlichen Hand mit jener der Privatwirtschaft vergleiche, dann glaube ich, hier ist auch Handlungsbedarf angesagt, dass eben klare Zielsetzungen definiert werden. Und wenn ich sehe, wie hoch das Beschaffungsvolumen ist, dann muss ich sagen, dann müssen hier bei großen Investitionen, und man spricht hier immer von Projekten, größere Projekte, 100 Millionen oder mehr, es gibt natürlich auch viele kleinere, aber bei diesen großen Projekten, dann muss meiner Meinung nach ganz klar auch Effizienzsteigerung aufgezeigt werden und eben Kosteneinsparungsmöglichkeiten in der Verwaltung. Sonst können wir es sein lassen, wenn es nichts bringt zur Effizienz und Kostensteigerung, dann bin ich der Meinung, muss man sich fragen, ob solche Beschaffungen dann jeweils notwendig sind. Fazit: Lassen Sie uns das Ruder an die Hand nehmen. Es ist an uns hier drin, ich denke, heute Morgen sind hier ganz wichtige Leute zusammengekommen, die einen wesentlichen Einfluss auf diese Beschaffung nehmen können. Es ist an der Zeit, uns hier einen Schritt vorwärts zu bewegen. In der IT-Beschaffung besteht Handlungsbedarf, es besteht aber auch Handlungsspielraum und diesen gilt es auszuschöpfen. Und ich komme zum Schluss zu meinen 5 wichtigsten Handlungsempfehlungen. Erstens, IT ist eine Führungsaufgabe, denn die Entscheidungen sind langfristiger und strategischer Natur. Es braucht mehr Verständnis und Engagement in den Führungsetagen der öffentlichen Beschaffer, aber auch in der Politik. Wir brauchen auch in der IT Visionen und eine aktive IT-Politik. Zweitens, es braucht klare IT-Ziele. Wie in der Privatwirtschaft müssen IT-Ziele auch in der öffentlichen Beschaffung immer auch nach den Kriterien Effizienz, Kosten und
Effizienzsteigerungen beurteilt und definiert werden. Die kritische Frage muss immer lauten, wie dient die Lösung dem Steuerzahler heute und in Zukunft? Drittens, Ausbau der ICT-Projektführungskompetenzen. Um die immer komplexeren ICT-Projekte zu führen, braucht es ausreichend Projektführungskompetenzen auf der Beschaffungsseite. Und wenn ich das sage, meine ich eben nicht, dass diese das Betty-Bossi-Handbuch schreiben. Aber trotzdem, Projektführung braucht es, dort braucht es gute Leute, die müssen auch die Oberaufsicht wahren, auch wenn es Werkverträge sind. Und diese Projektführung, die ist enorm wichtig. Dies hat bereits 2014 der Bericht des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen offengelegt. In 2/3 der untersuchten Fälle führte die ungenügende Steuerung und Führung der Projekte später zu Problemen. Viertens, Innovation im Dialog angehen. Nutzen Sie die gesamte Palette der Beschaffungsverfahren. Treten Sie in einen Dialog ein mit den Anbietern. Nutzen Sie das Dialogverfahren, das viel zu selten oder gar nie oder fast nie genutzt wird, öfters. Ich appelliere insbesondere an die öffentliche Hand, hier mehr Mut und mehr Risikobereitschaft zu tragen, um solche Dialogverfahren zu ermöglichen. Es ist ganz enorm, was für ein Innovationspotenzial die Unternehmen in diesem Land hier bieten, und das sollte besser genutzt werden und nicht immer das ganze starre Korsett vorgegeben werden. Die IT-Wirtschaft würde dieses Verfahren sehr begrüßen, um bei spezifischen Anforderungen Lösungen vorzuschlagen, die vielleicht auch etwas Neues beinhaltet. Und zu guter Letzt, mehr Buy- statt Make-Beschaffungen. Es ist nicht die Aufgabe der Beschaffer, den Weg zur Lösung bis ins kleinste Detail vorzugeben und dann via Personalverleih umsetzen zu lassen. Dazu haben wir eine hochqualifizierte IT-Wirtschaft, die dies leisten soll und leisten kann. Vielmehr muss die geforderte Lösung beschrieben werden und die Ausgangslage beim Beschaffer exakt formuliert sein. Und der Rest soll via Werkverträge bestellt werden, in fairen Ausschreibungen mit transparenten Kriterien quantitativer und qualitativer Natur. Die Personalverleihaufträge müssen deutlich reduziert werden. Zum Schluss. Die öffentliche Hand ist mit rund oder über 2 Milliarden Schweizer Franken eine der wichtigsten Beschaffer der Schweiz, ist ein wichtiger Auftraggeber für die Schweizer ICT-Wirtschaft, kann mit beeinflussen, den ICT-Standort Schweiz zu prägen und Innovationen zu fördern. Dazu braucht es Offenheit, Bereitschaft, Spielräume zugunsten einer optimalen Lösung auszureizen. Und lassen Sie mich mit einem Zitat schließen, dass meine Wunschvorstellung einer schlanken Beschaffung sehr gut trifft. Sie sehen das hier. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen. Politisch korrekt müsste man auch die Frauen sagen, aber hier, das Zitat kommt aus einer Zeit, da hat es noch keine IT gegeben, aber gültig ist es trotzdem. Um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das vielleicht noch als Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich für das Zuhören und hoffe, dass wir hier zusammen heute auch mit dieser Tagung einiges bewegen können in eine hoffentlich bessere, optimalere IT-Beschaffung für die Zukunft. Herzlichen Dank.